Servus und willkommen zur heutigen Ausgabe rund um den Genuss. Ich habe heute was richtig Schönes, was Elitäres für euch ausgesucht. Und zwar eine Elsbeere. Eine Elsbeere aus Frankreich. Alisier de Devoil. Aus den Vogesen, aus den französischen Vogesen. Doch dazu werde ich später noch was erzählen. Ich möchte Ihnen jetzt zuerst mal einfach vorstellen. Ich bin schon ganz begeistert, was ich hier habe. Ihr habt gesehen, ich habe schon ein bisschen reingerochen. Aber fangen wir der Reihe nach an. In der Farbe, wie es sich für einen Brand gehört, richtig klar, richtig weiß oder nicht weiß, durchsichtig, besser gesagt. Die an der Innenseite fließt es so richtig schön langsam ölig ab. Also richtig schön ölig, wie gesagt, glasklar, wie es sich für einen Brand gehört. In der Nase so richtig schöne, intensive Mandel-Marzipan-Noten. Und natürlich frei von irgendwelchen Nebenaromen. Hier kommt wirklich die Mandel, die Marzipan so richtig intensiv, richtig kräftig steigt in die Nase. Und auch am Gaumen. Auch hier so richtig schön elegant. Strahlt ein bisschen was Wärmendes aus durch diese Nussaromen, durch diese Mandelnoten. Richtig schön wärmend, lang, harmonisch, weich, überhaupt nicht scharf. Und auch im Nachklang, der steht lange da, da kommen die Aromen dann nochmals zurück. Ja, das ist so ein richtig schöner, gut gelungener, top Spirituose. Also das ist wirklich was Feines, was Elegantes. Ja. Das ist ein Brand mit einer richtig schönen, vollen Intensität, mit einer Leichtigkeit, der einfach weich, wärmend dasteht, so richtig schöne, ja, ein richtig schönes Mundgefühl hinterlässt. Ja, was kann ich sonst noch ein bisschen dazu sagen? Elsbeere, ich habe schon erwähnt, der hat verschiedene Synonyme, wird auch als Alisier, als Schweizer Birn oder auch als Ruhrbirn bezeichnet, obwohl es keine Birne ist, aber auch das werde ich später noch ein bisschen erklären, woher der Name, woher diese Assoziation zur Birne im Namen herkommt. Überhaupt nicht am Aroma und überhaupt nicht am Gaumen, da ist überhaupt nichts von Birne merkbar. Die Elsbeere selber, die wächst hauptsächlich so Mittel-Südeuropa, wobei auch hier, ein bisschen auch in Nordamerika, in Asien auch, aber wie gesagt, die stärkste Konzentration in Mitteleuropa und Südeuropa, so gegen Mittelmeer hinunter auch ganz gerne beheimatet. Die Elsbeere ist nicht nur im Glas was Besonderes, sondern auch sonst. Ist ein sehr gesehenes Holz, gilt als eines der teuersten Holzarten in der deutschsprachigen Region. Ist auch ein sehr hartes Holz, suggeriert daher oder geht daher schon ein bisschen Richtung Birnenholz und deshalb wahrscheinlich auch diese Synonyme, wie ich gesagt habe, im Namen Ruhrbirn, Schweizer Birn, weil eben das Holz so Richtung Birne Anschein macht. Doch ich möchte mich hier nicht über das Holz auslassen, sondern eher über die Frucht, über die Beere, wie ich sie hier veredelt im Glas habe. Die Elsbeere ist eine Frucht, der Elsbeerbaum, der wird sehr hoch. Der wird bis zu 20 Meter hoch, auch sogar auch höher. Das heißt, er ist zum Pflücken, ist die Elsbeere sehr mühsam. Man muss mit hohen Leitern, mit langen Leitern, muss man hochgehen, die Früchte zu pflücken. Die fallen nicht von selber und die kann man auch nicht schütteln. Deshalb müssen sie von Hand gepflückt werden. Wenn man hier zu spät dran ist, dann mögen sie die Vögel auch gerne. Und deshalb, wie gesagt, das Pflücken relativ mühsam. Also wie gesagt, mit Leitern hoch, die Dolden abnehmen. Jetzt hat die Elsbeere aber auch diesen Nachteil, dass die Beeren an der Dolde nicht alle miteinander reif werden. Das heißt, es ist vom Vorteil, wenn man sie noch ein bisschen nachreifen lässt. Die Beere selber ist dann auch gerne ein bisschen astringent. Also hat die sehr hohe Gerbstoffwirkung. Dann eben diese Astringenz am Gaumen sich bemerkbar macht.
Das heißt, sie wird besser, wenn man sie kocht. Zum Beispiel Marmelade, Gelee oder auch hier im Rand. Wie gesagt, wird gepflückt, wird dann bei diesen Produzenten 3 bis 4 Monate eingemeischt, bevor sie dann in kleinen Kupferbrennblasen zur Veredelung kommt. Hier natürlich abtrennen, Vorlauf, Nachlauf und der Hauptlauf, das Herzstück, das kommt in Korbflaschen und wird dann für circa 2 Jahre gereift. 2 bis 3 Jahre, damit sie auch diese hohen Temperaturschwankungen hat. Und zwar sind diese hohen Temperaturschwankungen relativ gut für den Reifeprozess. Die warmen Temperaturen, die nehmen immer ein bisschen das Scharfe und unterstützen so das Aroma. Und die kälteren Temperaturen verfeinern und konzentrieren das Aroma. Diese Elsbeere wird bei vom Fass auch als Faszinationsprodukt geführt. Das heißt, es sind höchste Anforderungen an den Rohstoff und auch an die Produktion. Und das mag sich wirklich im Glas hier widerspiegeln. Dieses feine Aroma, dieses wirklich unverfälschte, tolle Mandelaroma, das kommt hier wirklich ganz toll zur Geltung. Ich kann hier kaum widerstehen, das Glas auch zu trinken. Deshalb will ich mich jetzt auch schon dem Ende annähern. Ich möchte euch einladen, schaut beim nächsten vom Fass vorbei. Probiert ihn doch mal selber. Ihr könntet auch vor dem Verkauf zuerst probieren, ob er euch wirklich auch so richtig gut schmeckt, ob dieses Mandelaroma an eurem Gaumen auch wirklich für euch so faszinierend ist. Probiert ihn dort aus, nehmt die individuelle Menge mit nach Hause oder wenn das nächste vom Fassgeschäft zu weit weg ist, ihr könnt ihn auch in verschiedenen Größen über den vom Fass Online-Shop bestellen, könnt ihn direkt zu euch nach Hause liefern lassen oder falls es zum Beispiel ein Geschenk sein sollte oder wie auch immer, ihr könnt ihn auch an eine euch beliebige Adresse anliefern lassen. Ich möchte mich bei euch bedanken fürs heutige Dabeisein. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal und bitte nicht vergessen, einen ordentlichen Umgang mit dem Alkohol durch zu zelebrieren. Ja, und bis dahin, euer Genießer.